Eine Promenadentorte aus Speiseeis. Was sich am Ende so flott fotografieren lässt, hat einige Zeit- und Arbeitsschritte hinter sich. Diese schauen wir uns nun mal in Ruhe im Nachhinein an. Wir spulen an den Anfang. Als erstes machen die Eisdielenbesitzer vom Venezia in Holdorf verschiedene Sorten Eis. Damit wird die Torte später Kugel für Kugel gefüllt, denn so hat jede Schicht die gleiche Höhe. Je nach Anlass hat das italienische Ehepaar schon viele solcher Torten hergestellt. Beispielsweise für Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenfeiern. Mit Hilfe von einem Drucker und Lebensmittelfarbe kann die Torte ein eigenes Motiv erhalten. In unserem Fall eben Titelseiten der Promenade. Zuvor wurde die Torte übrigens auf minus 21 Grad gefroren, sonst wäre diese beim Dekorieren und später beim Transport zu schnell aufgetaut. Weitere Infos zur Eistorte gibt es in der neuen Ausgabe der Promenade. Kleinen Moment, ich mache nochmal einmal. Wie weit könnt ihr noch kippen? Ohne. So, ja. Ja, perfetto. Ja.